Hallihallo, hier ist Monika von Stempelpunkt aus Krefeld. Heute gibt es wieder einen Videohop vom Stempelzeit-Team. Den gibt es einmal im Monat und der letzte war ein ganz schöner Erfolg. Das heutige Thema ist Produkte aus dem Frühjahr-Sommerkatalog und aus der Celebration-Broschüre. Das wäre hier der Frühjahr-Sommerkatalog. Da mache ich heute nichts draus, das werden andere Teilnehmer vielleicht machen. Und dann hätte ich hier noch die Celebration-Broschüre. Kann ich mal kurz durchblättern. Da gibt es pro 60 Euro Einkaufswert schöne Stempelsets, schönes Zubehör, zum Beispiel Schleifenband. Kleine Akzente, Schmetterlinge zum Beispiel, Designerpapier, auch mit Schmetterlingen, weitere wunderschöne Stempelsets. Und diese Produkte gibt es nur im Zeitraum vom 3. Januar bis zum 31. März. Gratis geschenkt, eben bei einem Einkaufswert ab 60 Euro oder vereinzelt auch erst ab 120 Euro, wenn sie etwas wertvoller sind. Und ich habe mir heute ausgesucht, einmal diese Verpackung, das ist eine Kronenbox und das Schmetterlingsdesignpapier aus dieser Broschüre. Das sieht dann so aus. Ist schon ziemlich benutzt bei mir, weil ich es eben ganz toll finde. So hat man einen kleinen Eindruck. Im Frühjahrskatalog gibt es auch ein Stempelset mit Schmetterlingen und eben diese Holzakzente gibt es in der Celebration-Broschüre. Also es gibt unheimlich viel, was man kombinieren kann. Ich verwende jetzt dieses Designerpapier in Limette und für die Box brauche ich diese Skizze. Gesehen habe ich die Anleitung bei Paperpixie in Inch. Ich habe sie etwas geändert mit Zentimeterangaben. Wir brauchen Designerpapier in 17 cm mal 12 cm. Das habe ich hier schon mal. Und dann beginnt das Falzen mit dem Schneidebrett. Dann lege ich die lange Seite an und falze bei 4 cm. Bei 8 cm, bei 12 cm und bei 16 cm. Das wäre hier. Hier noch ein bisschen was abschneiden. Und ich drehe das Designerpapier um 90 Grad und falze wieder bei 4 cm. Bei 8 cm. So, es entstehen lauter kleine Würfel in 4x4 cm. Jetzt brauche ich eine weiche Unterlage. Da gibt es diese Silikonmatte. Und dann brauche ich dieses Tool. Das ist der Aufhebhelfer. Ich glaube, der war im Herbstkatalog und der wird jetzt übernommen. Und ich brauche diese diagonalen Linien. Und das mache ich mal eben. Und dann brauche ich noch diese Senkrechtlinien bis
zur Schnittstelle dieser diagonalen Linien. Also Mittelpunkt und einfach senkrecht hoch. Parallel zum Rand mit dem Geodreieck geht das prima. Und dann schneide ich die Seitenteile entsprechend der Skizze weg. Das wäre dann hier. Und hier etwas schräg. Und ich falze alles einmal durch. Dann schneide ich hier unten an bis zur ersten waagerechten Linie. Das wird dann der Boden. Und dann falze ich diese senkrechten Linien nach außen. Und die anderen diagonalen oberen Linien nach innen. Und dann male ich mir hier noch Punkte hin. Die sind für die kleinen Löchlein, die ich mir gleich stanze. Unterhalb dieses Schnittpunktes der Diagonallinien. Da ziehe ich später ein Bändchen durch. Und das stanze ich mir auch gleich mit der Stanze. Jetzt finde ich es gerade nicht. Ein 1/8 Inch Kreisstanze. Das muss ich vor dem Zusammenkleben machen, das ist wichtig. So, nun wird geklebt. Da kann ich das Klebeband nehmen, ich kann aber auch Flüssigkleber nehmen. Dann lege ich mir das so dahin und klebe die andere Seite dagegen. Das ist ein bisschen tricky, vereinfacht die ganze Sache. Bisschen trocknen lassen. Ich gucke, welche Seite ich nach hinten nehmen möchte. Und dann klappe ich einmal die Seitenteile ein. Das hintere Teil. Das vordere klebe ich oben nochmal drauf. Mit der Rückseite meines Klebers kann ich das ein bisschen festmachen. Und nun muss ich das Ganze so zurechtdrücken, dass die kleine Krone entsteht. Das sieht dann so aus. Schön die Falze in die Nacht drücken. Und dann ziehe ich mir ein Bändchen dadurch. Und zwar gibt es bei der Celebration jetzt auch
Hoppla. Diese Schleifenbänder. Und zwar gleich 5 Bändchen für 60 Euro Einkaufswert. Finde ich ganz toll. Und dann nehme ich mir das in Limette. Passt wunderbar. Papier ist ja auch Limette. Und ich ziehe mir das Bändchen da durch. Das erspare ich euch jetzt. Ich bin gleich wieder da. So sieht das Kästchen jetzt aus. Mit dem Bändchen und einer schönen Schleife. Und dann wollen wir es nicht so nackig lassen, machen wir noch ein Etikett. Dann nehmen wir uns wieder eine Matte, weil der Stempelabdruck in der Regel schöner wird mit Matte drunter. Ich nehme mal das Stempelkissen in Meeresgrün. Das passt wunderbar zur Limette. Und dann habe ich schon einen Stempel aufgezogen. Und zwar ist das aus dem Set Süße Grüße für dich. Das gibt es auch für 60 Euro Einkaufswert. Und ich wähle diesen Spruch, Süße Grüße. So. Und das wird jetzt ausgestanzt mit dieser Stanze. Und zwar ist die aus dem Hauptkatalog. Den muss ich mal holen. Seite 44, meine ich. Genau. Hier ist das Set. Stanzbox, exquisite Etiketten. Und das kommt in einer wunderschönen Dose mit Stempelset und Stanze. Die Sprüche kann man immer verwenden. Bei diesem Kästchen habe ich diesen verwendet. Mit Liebe für dich. Also stanze ich das jetzt aus. Dann inke ich das Etikett einmal rundherum mit Meeresgrün und einem Schwämmchen. Das sieht etwas schöner aus, finde ich. Das gibt etwas Kontrast. So. Dann nehme ich mir ein Dimensional, klebe das so auf die Rückseite und bringe das vorne am Kästchen an. Das reicht mir noch nicht. Dann nehme ich mir noch diese Holzelemente, die Akzente Schmetterling aus der Celebration, die es für 60 Euro Einkaufswert auch gibt. Und klebe so einen Schmetterling mit einem Glue-Dot auf. So. So sieht das Kästchen doch schön aus. Legen wir sie nochmal nebeneinander. Also man sieht, mit den Celebration-Produkten kann man doch einiges anfangen. Man kann wunderschöne Karten oder Boxen herstellen und man kann diese Produkte kombinieren mit den Artikeln aus dem Frühjahr-Sommer-Katalog. Zum Beispiel passt das Designerpapier mit den Schmetterlingen wunderbar zu einem Stempelset aus dem Frühjahr-Sommer-Katalog. Das heißt Schmetterlingsglück, das hätte ich hier. Das könnte man auch ganz toll kombinieren. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbasteln und bis zum nächsten Video-Hub.
Tschüss.